Ja, viel habe ich eigentlich gar nicht mehr zu sagen, weil die Masse ist letztendlich schon gesagt, Kreislaufwirtschaft für Dämmstoffe. Herr Dido hat es eingehend gesagt. Das Thema wird wahnsinnig interessant werden. Der European Green Deal wird auf die Bauwirtschaft und auf die Bauherren massiven Einfluss haben. Ihm kommt hier eine Schlüsselrolle im Sinne der Klimawende zu. Klimaneutralität bis 2050 ist das große Ziel. Und wir haben es ja auch in den Präsentationen jetzt gerade schon gesehen. Die Hälfte unseres oder mehr als die Hälfte des Abfallaufkommens kommt in Deutschland aus dem Baubestand, sodass wir doch hier eine riesengroße Aufgabe vor uns haben, die bewerkstelligt werden muss. Nachhaltige Abfallwirtschaft kann hier eine Hilfestellung sein. Wir können einen nachhaltigen Umgang mit den Abfällen im ganzen Produktlebenszyklus realisieren. Das Problem, was wir aus dem Abfallbereich natürlich haben, wir greifen erst dann zu, wenn die Materialien entsprechend im Container sind. Das heißt, es muss vorne angesetzt werden. Nutzungsdauer muss berücksichtigt werden. Nutzungsintensivierung und erst mehr oder weniger als letzter Schritt muss natürlich dann auch darüber nachgedacht werden, wie gehen wir mit der ganzen Thematik am Ende des Produktlebenszyklus um? Welche Materialien können wir zurück in ein Recycling bringen und wie können wir daraufhin hier unterstützend wirksam werden? Eine nachhaltige Abfallwirtschaft ist also lediglich eine Hilfestellung. Die Ideen müssen aus der Branche selbst kommen. Das sind Dinge, Recycling-Technologien, Recycling-Rohstoffe, die eingesetzt werden. Sehr schön haben wir gerade eben auch aufgezeigt bekommen. Es ist natürlich auch die Systematik, wie kann ich überhaupt Stoffkreisläufe schließen, indem ich Materialien in einem vernünftigen, sauberen Zustand zurückgewinne, entsprechend im Bau einerseits dafür sorge, dass sortenrein erfasst werden kann und zum Zweiten natürlich dann auch am Ende eine sortenreine Erfassung realisiere. Die Abrissbirne ist nicht mehr Stand der Dinge. Wir sind im selektiven Rückbau. Aktuell wird dieser selektive Rückbau aber tatsächlich durch viele Verbundmaterialien noch behindert und hilft uns aktuell nicht, flächendeckend Stoffkreisläufe tatsächlich richtig zu schließen und Klimaschutzpotenziale zu heben. Kreisläufe schließen und Rezyklatmärkte stärken ist aber letztendlich die notwendige Situation, die wir haben. Für Cradle-to-Cradle-Ansätze bedürfen wir aber auch Übergänge ohne Brüche, ohne Medienbrüche. Wir brauchen hier auch klare Vorgaben im Bereich des Abfall- und des Chemikalienrechts, um mit entsprechenden Recyclingmaterialien vernünftig umgehen zu können. Wir brauchen auch eine gleichrangige Bewertung. Herr Thilo hat es anfänglich bereits gesagt. Wir brauchen mehr Recycling-Rohstoffeinsatz. Wir brauchen die Verpflichtung draußen, sei es von der öffentlichen Hand oder auch von privaten, dass auf Primärrohstoffe verzichtet wird und Recycling-Rohstoffen zumindest eine gleichrangige Bewertung zugeschrieben wird. Leider Gottes haben wir draußen tatsächlich die Situation, dass Recyclingmaterialien sehr oft von Ausschreibungen per se ausgeschlossen werden und explizit nur Primärrohstoffe verwendet werden sollen. Mindestrezyklateinsätze sind ein weiterer Punkt. Das sind Beispiele, mit denen man vorangeht. Es sind weitere Dinge eigentlich aus anderen Bereichen sehr nachhaltig in den letzten Jahren schon vorangetrieben worden. Ich mag hier mal das Thema Recycling-Label nennen. Die Firma Frosch ist im Bereich der Kunststoffe proaktiv in das Thema eingestiegen, bietet jetzt sämtliche Produkte in 100% recycelten Flaschen oder ja, Behältern an. Und diese Mehrkosten, die dem Bürger da eigentlich auferlegt werden, das ist zwar eine geringe Marge, aber in diesem hart umkämpften Markt doch eigentlich ein sehr, sehr großer Faktor, haben dafür gesorgt, dass Frosch nicht vom Markt verschwunden ist, sondern dass sie tatsächlich in ihrem Bereich einen Anstieg von 20% haben. Und das ist sehr
beeindruckend, wenn man sieht, dass wir hier hart umkämpfte Märkte haben, aber das Bewusstsein beim Bürger bereits da ist, auf bestimmte Dinge zu schauen, Recycling-Labels anzuerkennen, ökologische Beschaffung im eigentlichen Denken zu berücksichtigen und hier das Thema entsprechend voranzutreiben. Das Ganze wird mehr in Europa bewusst. Wir haben einen neuen Aktionsplan Kreislaufwirtschaft, auf den ich kurz mit kleinen Beispielen eingehen möchte, der genau dieses Thema, wie schaffe ich mehr Bewusstsein in der Bevölkerung, wie schaffe ich ein ökologisches, ökonomisches Dasein, was hier die Thematik weg von der Linearwirtschaft hin zur Kreislaufwirtschaft fördert. Der Aktionsplan sagt, Bürgerinnen und Bürger, den Bürgerinnen und Bürgern soll eine Kreislaufwirtschaft hochwertige, funktionelle und sichere Produkte bieten. Das heißt, diese sollen erschwinglich und effizient sein, sie sollen langlebiger sein, eine Wiederverwendung und Reparatur sowie ein hochwertiges Recycling soll realisiert werden. Wenn wir jetzt in unsere tägliche Praxis zurückdenken oder uns darin hineinversetzen, Recyclingfähigkeit mit den Produkten, die wir heute aktuell haben. Ich mag an der Stelle immer nur ein klassisches Beispiel geben. Das ist unser aller Smartphone, wo wir nicht mal die Chance haben, eine Batterie vom Gerät selber zu trennen. Da gibt es viele andere Dinge, die werden jetzt auf den Prüfstand gestellt und das ist auch gut so, um letztendlich eine Kreislaufwirtschaft zu realisieren. Im Bereich Dämmstoffe haben wir es ähnlich. Es ist ja sehr schön gesagt worden, wir haben eine große, ja, lineare Wirtschaft aktuell hier. Wir haben 40% des Energieverbrauchs im Gebäudesektor. Wir haben maximal 15%, die gerade aus erneuerbaren Energie gedeckt sind. Wir haben ein hohes Abfallaufkommen. Über 200 Tonnen Dämmmaterial werden aktuell deponiert bzw. verbrannt. Wir brauchen energetische Gebäudesanierung. Die Sanierungsart muss hochgehen, damit wir Wärmedämmung verbauen können. Die Wärmedämmung ist auch ein Türöffner für erneuerbare Energieträger, sodass in einem vernünftigen Gesamtkonzept wir hier sicherlich ein großes Stück Richtung 2050 vorankommen und die CO2-Neutralität schaffen. Neben diesen ganzen Dingen ist dann natürlich auch das Recycling der Materialien ein Punkt, der angegangen werden muss. Ich wiederhole hier eigentlich nur, Baurohstoffe sind nicht unbegrenzt verfügbar. Wir haben die Problematik, wir brauchen Recyclingmaterialien. Das kann erreicht werden durch Eigenverpflichtung der Produzenten. Das kann durch Kooperationen der Kreislaufwirtschaft mit den Herstellern und mit der Bauindustrie realisiert werden. Alternative Wege sollten eingeschlagen werden. Und wie es ja Tilo auch schon sagte, es gibt ein Erfolgsbeispiel, das ist der Gipskreislauf, den wir hier in Berlin realisiert bekommen haben, der funktioniert, sodass wir Gips aus dem Recycling wieder zurück in die Baubranche reinbekommen. Wir werden damit nicht das Thema Reha-Gips kompensieren können. Das sind viel größere Mengen, die da zur Verfügung stehen. Aber wir können mit dem Thema Gipskreislauf ein Beispiel und eine Möglichkeit geben, hier Kompensation zu schaffen. Ja, daher auch kurz und knapp noch meine Handlungsempfehlung, mein Fazit: Förderprogramme für dämmstoffspezifische Forschungsvorhaben, die Rezyklateinsatzquoten festlegen, Aus- und Weiterbildung fördern zum Thema nachhaltiges Bauen und materialspezifische Recyclingquoten für Dämmstoffe aus dem Rückbau festlegen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Gehen.